Win or go home. So die Ausgangslage des FC Bayern München vor dem Clash bei Olympio Mailand. Im Falle einer Niederlage wäre das Aus des deutschen Meisters in der Euroleague besiegelt. Doch auch die Gastgeber konnten sich keine Schlappe gegen den Konkurrenten leisten. Eine enge Kiste vom Start weg war die Folge. Mailand suchte im ersten Viertel den Weg in die Zone und wurde dafür belohnt. Alessandro Gentile vollendet akrobatisch im Post. Bei Bayern miese Quoten von außen, aber den ein oder anderen Oldschool-Move im Gepäck. Anton Gavel zeigt, was er bei den Gießen 46ers gelernt hat und trifft per Hook mit links at the buzzer. Die Gäste trotzten dem Favoriten alles ab. Heiko Schawaczyk zieht für 2 seiner 15 Punkte zum Korb. Er am Ende Topscorer der Bayern. München mit einem starken Auftritt. Die Überraschung schien jederzeit möglich. Mailand machte es aber von draußen um einiges besser und riss so auch das Publikum mit. Es entwickelte sich ein Krimi. Sir Mario Selmans krallt sich den Rebound und hat die Power für das 3-Punkte-Spiel. Bis zur letzten Sekunde dieser packenden Partie war alles ausgeglichen. Doch dann kam die große Stunde von Daniel Hackett. Der Guard wirft die Bayern aus dem Wettbewerb und krönt eine unfassbar starke Leistung.